typischer Außenseiter. Ich finde das so gemein. Nö, hat mich auch nicht interessiert. Warum fragst du? Ach, nur so. Vielleicht machen wir mal ein Klassentreffen. Also, wenn du Lust hast. Oh, das wäre super. Tolle Idee. Schön. Ich melde mich dann. Mach's gut. Du auch. Wirklich klüger sind wir ja jetzt auch nicht. Außer, dass sie halt keinen Kontakt mehr hatte. Hm. No! Ja. Keine Ursache, ne? Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe inzwischen den vollen Namen von Marco. Schuster heißt er weiter. Er ist übrigens gerade in Paris. Dummerweise ist meine Leo auch gerade dort. Oh. Und jetzt machst du dir natürlich Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Ich kann seine Schülerakte ausfindig machen und nachsehen, ob er diesbezüglich schon einmal auffällig geworden ist. Das wäre eine große Hilfe. Ich glaube auch, mich nochmal an den Marco erinnern zu können. Er war tatsächlich ein ganz unscheinbarer, schüchterner Schüler, aber wie heißt es so schön, stille Wasser. Er hat es jedenfalls nicht leicht, der Marco. Alleinerziehende Mutter, Alkoholikerin, soweit ich weiß. Hartz IV. Ich muss immer gehen, wenn ich mit dieser Stimme rede, Entschuldigung. Sehr problematisch, das Ganze. Trotzdem war er sehr fleißig. Im Schriftlichen hatte er sehr gute Noten. Okay. Mein Eindruck war, er suchte Halt bei Gott. Vielleicht tat er aber nur so wegen der Zensuren. Ja, wenn man dieses Engelsbild sieht, könnte man das natürlich schon vermuten. Danke. Dann bis bald. Ich finde das irgendwie ganz schön respektlos. Er schreibt ihn hier an und der Lehrer reißt sich hier den Popo auf und er ist halt so mega kurz angebunden. Der Harald. Ja, bis bald. Ich geb dir dann Bescheid. Anna-Lena, unsere Psychotante. Hallo Anna-Lena, hast du kurz Zeit? Ja, kurz. Schreib gerade Patientenberichte für die Kassen. Da ist eine Ablenkung ganz nett. Nett wird es nicht, fürchte ich. Hast du von dem Mord an der jungen Frau gehört oder gelesen? Würde mich wundern, wenn nicht. Ja? Warum? Sie war aus unserer Klasse. Leo weiß davon noch nichts. Sie soll sich nicht aufregen, sie ist nämlich schwanger. Posaunt das ganz schön raus, so persönlich. Ach, das freut mich aber. Dann ist es gut so. Keine unnötigen negativen Einflüsse. Schon gar nicht so eine Sache. Das ist ja furchtbar belastend. Ich habe übrigens wieder mit Tom Kontakt. Wirklich? Hast du es geschafft, über deinen Schatten zu springen? Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Danke. War ganz leicht, als ich einmal dabei war. Er hat dich angeschrieben. Nicht andersrum. Siehst du? Wir sind sehr in Sorge, Tom und ich. Der Mörder. Es könnte vielleicht jemand aus unserer Klasse sein. Wie kommst du darauf? Hat die Polizei jemanden in Verdacht? Nein. Wir haben nur so überlegt. Es gab da einen seltsamen Mitschüler. Außenseiter, verklemmt, kontaktarm. Der schickt Leo übrigens so eigenartige Liebesbriefe unter Pseudonym. Was, heute noch? Ja. Sie hat mir davon erzählt. Deshalb würde ich von dir gern wissen, wie du so jemanden einschätzt. Rein professionell. Könnte er ein Mörder sein? Vielleicht ist Anna-Lena aber auch eine Psychopathin, die die Ideen ihrer Patienten nutzt, um eine Mordserie zu inszenieren. Also, wenn er wirklich eine gehemmte, kontaktgestörte Persönlichkeit sein sollte, eher nein. Diese Menschen sind ängstlich und passiv. Sie neigen mehr zu Intrigen, fädeln im Hintergrund eine üble Geschichte ein. Dazu passt aber auch das Botschaften schicken im Schutz der Anonymität, wie bei Leos Verehrer. Andererseits können Menschen, die äußerlich introvertiert und schüchtern wirken, dennoch ein unkontrollierbares Aggressionspotenzial haben. Das heißt, wenn sich bei ihnen zu viel anstaut und das Fass zum Überlaufen kommt, schlagen sie zu. Und viel schlimmer, als man ihnen zutrauen würde. Was ist mit Gerrit? Der pöbelt mich immer wieder mal an, weil er Kontakt mit Leo will. Es geht um Geld. Gerrit hat ein klassisches Psychopathenprofil. Er will Macht, Kontrolle, ist rüde, rücksichtslos und ohne jede Empathie. Dabei kann er das hinter einer sehr charmanten Fassade verstecken. So hat er Leo damals betört und in die Ehefalle gelockt. Ja, jemand wie Gerrit könnte vielleicht, wenn es seinen Interessen dient, über Leichen gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist zwar ein A-Loch vor dem Herrn, aber es geht ja nur um Leo. Was hat dann zum Beispiel Jana damit zu tun? Oder aber, das ist so, wie man es ganz oft in irgendwelchen Krimis sieht, man beginnt eine Mordserie mit Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Eigentlich ganz random Leute, um die Leute auf eine falsche Spur zu locken, die Ermittler. Und dann am Ende schlägt man zu und nimmt sich das Opfer, das man eigentlich haben will. Was dabei allerdings merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass alle Opfer, also bisher Jana und Leonie, in einer Verbindung stehen, nämlich dass sie zusammen in einer Klasse waren. Danke, Anna-Lena. Du hast mir sehr geholfen. Gerne. Aber ihr wollt doch wohl nicht Detektiv spielen, oder? Das überlasst mal lieber der Polizei. Keine Sorge, Anna-Lena. Ist nur alles theoretisch. Natürlich. Wie alles. Dann ist ja gut. Grüß Leo ganz lieb von mir. Bis bald. Tschüss. Wir haben schon 13 Medien. Unglaublich. Oh, Papi. Hör mal, mein Junge. Ich hab da so eine komische Postkarte bekommen. Die lag ohne Absender im Briefkasten. Auf der Rückseite stand nur eine Zahl. Was für eine Zahl, Papa? Wie heißt dieses Spiel? Vielleicht ist es aber auch die 19. Hm? Ach ja, eine 7. Und was war vorne auf der Karte? So ein biblisches Bild. Heißt, der weiß ganz genau, wer wir sind, wo unsere Eltern leben, der weiß, wo Leo derzeit ist. Es ist wirklich gruselig. Das ist wohl nur ein dummer Streich, Papa. Das bedeutet nichts Gutes, Papa. Nur ein dummer Streich. Konzentrier dich lieber auf Mama. Mama hat Krebs und braucht jetzt deine Unterstützung und das bringt nichts, wenn ich euch da jetzt einweihe. Hm? Da hast du sicher recht. Mach dir keine Gedanken. Wie geht es Mama? Oh, schon besser. Sie hat sich etwas erholt und lässt dich grüßen. Danke, Papa. Gib ihr einen Kuss von mir. Habt ihr das Laborergebnis inzwischen? Wartet man nicht immer ewig auf sowas? Nee, noch nicht. Es verzögert sich wohl etwas. Wurde uns heute Morgen gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Bestimmt ein gutes, Papa. Was Schlimmes sehen die meistens sofort, also... Wage ich zu bezweifeln. Ja, wenn du es sagst. Bleib cool, Papa. Alles schick. Ja, ich versuch's. Ist nicht so einfach gerade. Oh. Kannst du ihm nochmal drauf antworten, bitte? Sowas wie, ich bin in Gedanken bei dir? Nö. Lässt er einfach so stehen. Harald, ich bin enttäuscht von dir. Mona geht mir so auf die Nerven. Hi, Süßer. Wo steckst du denn? Wieso antwortest du nicht? Was gibt's? Hab wenig Zeit. Sorry, Mona, hab ich vergessen. Ich habe dich vergessen. Es sollte dir zu denken geben. So im Stress, du Armer. Ich hab allerhand um die Ohren. Sie weiß doch, dass wir eine Morddrohung bekommen haben. Also irgendwie ist sie mir ein bisschen zu... Ha. Was denn? Gibt es Neues in dieser albernen Morddrohungsgeschichte? Ja, albern. Es gab schon einen Tod. Ganz albern. Ist nicht ernst gemeint. Ja, gibt es. Und sie ist überhaupt nicht albern. Das kam heute. Na, wenn das nicht albern ist. Die macht mich aggressiv irgendwie. Ich glaube, dein großer Unbekannter ist einfach nur ein Spinner. Aber sehr schön gestaltet hat er das. Der versteht was davon. Könnte ich nicht besser machen. Ha, lol. Muss ich da einen Konkurrenten fürchten? Mona, das ist nicht komisch. Der meint es bitter ernst. Hm? Ein bisschen Kontenance, Mona. Wenn ich bitten darf. Ach, übertreib mal nicht. Apropos übertrieben. Wie hat dir übrigens mein Video gefallen? Etwas zu gewagt? Nein? Gib es zu. Es hat dich heiß gemacht. Schau mal. Hab uns zwei gestern auf Papier gebracht. Sie hat aber unterschiedliche Fingernägel. Ist euch das mal aufgefallen? Erst das hier und bei dem anderen waren die unlackiert und kurz. Das hier sieht ja etwas länger aus. Ja. Schön. Mona, ich habe jetzt andere Sorgen. Bitte. Bleib mal ernst. Ich weiß, dass du mich liebst. Hey, Mr. G. -Punkt. Stimmt, von dem haben wir heute auch noch gar nichts gehört. Hey, du Flachpfeife! Schön. So werde ich gerne genannt. Glaub ja nicht, dass du mich so einfach los wirst. Bestell deinem sauberen Schätzchen, ich gehe jetzt zum Anwalt. Ich mach sie fertig. An Haralds Stelle hätte ich diesen Typen schon längst blockiert. So einfach oben und tschüss und fertig und dann hätte man nie wieder Probleme damit. Machen Sie, was Sie wollen. Sie kommen sowieso nicht damit durch. Jetzt kommen Sie mal runter. Man kann doch vernünftig reden. Ehrlich. Was bist du für ein asozialer Macho? Flachpfeife. Psst. Dann bring Leo mal ganz vernünftig bei, dass sie mir ihre Kohle zusteht. Dass mir ihre zu... Nein, mach ich nicht. Und da es das zweite Siegel auftat, ging heraus ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der drauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde... und dass sie sich untereinander erwürgten. Ein Video mit folgenden Metainformationen. Und der zweite Engel posaunte, und es fuhr wie Feuer brennend ins Meer. Der dritte Teil des Meeres ward Blut. Video jetzt anzeigen. Anzeigen und speichern. Okay. Ich glaube, das war gerade Opfer Nummer 2. Tom, schon wieder ein totes Mädchen. Und wieder aus unserer Klasse. Ich kann es nicht fassen. Und wieder brünett und braunäugig. Aber wer ist das? Kennen wir die schon? Oh Gott. Ja, ich erkenne sie. Die war doch mit in der Clique um Jana. Ziemlich biestig konnte die sein und intrigant. Mann, es geht tatsächlich weiter. Wir müssten doch zur Polizei. Und wenn er Leo dann was tut? Oder meinen Eltern? Die haben so eine komische Botschaft per Post gekriegt. Was denn für eine Botschaft? Die 7. Dam, 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 dam. Und was soll das? Nichts Gutes. Darauf kannst du Gift nehmen. Was sollen wir bloß machen? Es geht jetzt wirklich der Reihe nach. Eine Tote nach der anderen. Wie auf dem Klassenfoto angedeutet. Wer hasst diese armen Mädchen bloß so sehr? Wir müssen ihn finden. Das ist unsere einzige Chance. Ich melde mich noch einmal bei Tiefenbrunner. Komm, Tom, gib mir noch mal eine Zustimmung und dann kann ich Tiefenbrunner anschreiben. Ja, gut. Und erzähl mir sofort, wenn er was herausgefunden hat. Okay. Willst du noch was dazu sagen? Okay. Immer erstmal warten, bis die Person offline ist und dann können wir weitermachen. Dr. Tiefenbrunner. Hallo? Ich bin es wieder. Sind Sie da? Hm. Aber ja, hast du etwas Neues zu berichten? Der kann doch nicht die Mordvideos an jeden weiterleiten, Mann. Mir fehlen die Worte. Ihr müsst unbedingt die Polizei informieren. Nein, das geht nicht. Schauen Sie sich das an. Ah ja, genau, die Postkarte von vorne. Kein Absender, nur eine 7 auf der Rückseite. Das ist doch noch eine Drohung. Also das hier ist auf jeden Fall Jesus. Aber ansonsten bin ich nicht bibelfest genug dafür. Der Judaskuss! Judas war der Jünger, der Jesus an die Häscher des feindlich gesinnten Hohepriesters Kaiphas verriet. Mit dem Kuss identifizierte er ihn, damit die Soldaten des Kaiphas wussten, wen sie gefangen nehmen sollten. Später hat sich Judas aufgehängt aus Reue über den Verrat. In anderen Quellen hat Satan persönlich ihn getötet. Und wie deuten Sie das im Zusammenhang mit den 2 Morden? Vielleicht ist in diesem Fall Judas Harald und Jesus ist Leo. Hm. Das ist eine Warnung. Das siehst du ganz richtig. Du sollst die Polizei aus dem Spiel lassen, sonst bist du ein Verräter und wirst schließlich sterben. Achso, okay, das ist natürlich auch noch eine Variante, das zu deuten. Diese Karte hab nicht ich bekommen. Die ging an meine Eltern. Bam, bam, bam. Oh, das ist noch perfider. Das heißt, wenn du zur Polizei gehen solltest, sind deine Eltern in Gefahr. Eine ausweglose Situation, in der Tat. Ja, verdammt. Haben Sie denn etwas über Marco gefunden? Achso, Entschuldigung, das waren wir. Ich war im Fluss. Noch nicht. In den Schulakten ist nichts Negatives über einen Marco Schuster vermerkt, aber das muss nichts heißen. Ich forsche weiter und melde mich bei dir und verzweifle nicht. Nein, schon gut. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ja, die Sache spitzt sich langsam zu. Es ist Tag 2 und es ist irgendwie super verstörend.